Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von VfR-PPL. Wie bereits im letzten Video angekündigt, möchten wir uns heute mit dem unkontrollierten Flugplatz befassen. Eine kleine Sache vielleicht vorweg. Während der BZF-Prüfung werdet ihr einen An- und Abflug an einem kontrollierten Flugplatz simulieren. Das bedeutet, eigentlich bräuchtet ihr die Phraseologie für einen unkontrollierten Flugplatz für die Prüfung nicht zu wissen. Nichtsdestotrotz ist es für jeden Flieger unerlässlich, diese auch zu beherrschen. Deswegen befassen wir uns auch in dieser Reihe damit, aber deswegen werde ich jetzt auch nicht unbedingt einen sehr großen Stellenwert darauf legen. Wir möchten uns hinterher mehr mit dem kontrollierten Flugplatz befassen. Und auch da werden wir uns vermehrt mit der englischen Phraseologie beschäftigen. Nichtsdestotrotz fangen wir einfach direkt an. Der unkontrollierte Flugplatz. Der große Unterschied zu einem kontrollierten Flugplatz ist der, dass jeder Pilot selbst für die Bewegungslenkung zuständig ist. Das bedeutet, es gibt von einem Fluglotsen keine Freigaben. Wir bewegen uns so, wie wir das wollen, beziehungsweise so, wie das auch sicher für den gesamten Flugverkehr ist. Im Gegensatz zu einem Fluglotsen an einem kontrollierten Flugplatz ist das Äquivalent an einem unkontrollierten Flugplatz der sogenannte Flugleiter. Möchten wir mit dieser Bodenfunkstelle Kontakt aufnehmen, wird diese Info genannt, wie zum Beispiel Worms-Info, Aschaffenburg-Info etc. etc. Die Aufgaben von einem Flugleiter sind ziemlich vielfältig. Ihr könnt es euch natürlich gerne einfach mal durchlesen. Das Wichtigste ist aber Gefahren für den Flugverkehr abwehren. Das ist der einzige Fall, in dem der Flugleiter uns theoretisch Freigaben geben kann. Was man hier auch noch interessanterweise sieht, ist, dass die Freigaben der DFS an die Piloten übermittelt werden. Da fragen wir uns doch, hä? Ich habe doch gerade erzählt, an einem unkontrollierten Flugplatz gibt es keine Freigaben. Ja, das ist korrekt. Aber stellen wir uns zum Beispiel vor, wir wollen VfR von dem Flugplatz starten und später einen IFR-Pickup machen. Direkt nachdem wir gestartet sind, kann der Flugleiter direkt schon mal bei der DFS anrufen und Bescheid geben. Pass mal auf, wir haben da gleich einen, der zu euch kommen möchte. Hast du denn vielleicht schon einen Squawk für mich, den er gleich squawken soll? Oder auch schon vielleicht eine erste Höhe und Freigabe, die ich dem Piloten weitergeben kann? So, da wir gesagt haben, dass wir an einem unkontrollierten Flugplatz selbst für die Bewegungslenkung zuständig sind und damit auch nicht alle an einem Flugplatz kreuz und quer fliegen, gibt es ein standardisiertes An- und Abflugverfahren an so einem Flugplatz. Dieses Verfahren heißt Platzrunde. Ihr habt alle davon gehört, nichtsdestotrotz ist die Platzrunde unerlässlich an einem unkontrollierten Flugplatz und diese müssen wir auch durchgehen mit den entsprechenden Namen, damit wir auch immer melden können, wo wir denn eigentlich sind. Deswegen nochmal kurz aufgegriffen, bei einer Platzrunde handelt es sich so um ein quasi Rechteck, was einmal links herum um die Piste gespannt wird mit den folgenden Namen. Wir haben erstmal den Start, auf Englisch Upwind, dann drehen wir links in den Querabflug, Crosswind, die nächste 90 Grad Kurve in den Gegenanflug, Downwind, dann geht es in den Queranflug, Base und der Antanflug, das Final. Die Entfernung zwischen Gegenanflug und der Piste ist normalerweise circa eine nautische Meile. Naja, wenn wir jetzt natürlich die ganze Zeit einfach nur in diesem Kreis fliegen, ist das natürlich ein bisschen schlecht, denn wir kommen vom Flugplatz nicht unbedingt weg bzw. zu dem Flugplatz hin. Deswegen ist in der RIP festgelegt, dass im Normalfall der Abflug aus der Platzrunde im Querabflug zu erfolgen hat, beziehungsweise der Einflug in die Platzrunde in den Gegenanflug. Das Ganze ist links herum gehalten, damit der Pilot auch immer die Kurve so gesehen sehen kann. Denn in 99% aller Flugzeuge, wenn nicht sogar 100%, sitzt der Pilot immer links. Das Ganze geht auch rechts herum, ist genau dasselbe, bloß kleinere Unterschiede, nämlich der Querabflug wird rechter Querabflug genannt, der rechte Gegenanflug und der rechte Queranflug. Wie ihr seht, nichts Besonderes, äquivalent dazu auch der Aus- und Einflug in die Platzrunde.
So, wir haben jetzt natürlich gesehen, das Idealbeispiel, wie das zum Beispiel gerne an fast jedem Flugplatz in Amerika benutzt wird. Hier in Deutschland kommt es eher seltener vor. Ich habe euch jetzt hier einfach mal die Karte von Worms aufgelegt und hier sehen wir, okay, die Platzrunde kommt relativ nah an die Idealplatzrunde. Dann gibt es hier doch auch noch den Platz Hamm-Lippe-Wiesen und so ist es auf den meisten Flugplätzen in Deutschland. Dass es nicht unbedingt immer 90-Grad-Kurven sind und dass mal der Enterm-Flug ein bisschen länger, ein bisschen kürzer ist. Ihr findet hier die unterschiedlichsten Variationen. So, möchten wir nun an einem unkontrollierten Flugplatz starten, ist es unerlässlich, sich auch mit der Sichtflugkarte, mit der Visual Operation Chart zu befassen. Ich möchte darauf eingehen, da bei der BZF-Prüfung an einem kontrollierten Flugplatz auch mit der Karte gearbeitet werden muss. Da handelt es sich natürlich um einen kontrollierten Flugplatz. Nichtsdestotrotz ist es interessant, das Ganze auch mal an einem unkontrollierten Flugplatz durchzugehen. So, jetzt gucken wir uns einfach mal die Kopfzeile von dieser Visual Operation Chart an und wir werden sehen, es ist alles kein Hexenwerk. Einmal haben wir hier natürlich den Namen, gefolgt von dem Namen des Flugplatzes, einmal in Lautschrift, dann einmal die ICAO-Kennung, Echo, Delta, Foxtrot, Victor. Woher diese zusammen oder dieser ICAO-Code kommt, ist eigentlich ziemlich einfach. Der ist ziemlich standardisiert aufgebaut, vor allem in Deutschland. Alle deutschen Flughäfen haben die Kennung Echo, Delta vorneweg. Das Echo steht für Mitteleuropa, das Delta steht für Deutschland, ganz einfach. Jetzt hat sich Deutschland darauf geeinigt, die weiteren Buchstaben auch standardisiert einzusetzen, nämlich Foxtrot für Frankfurt und dann, weil das Foxtrot steht zumindest für den Raum Frankfurt, da sich Worms in der Nähe von Frankfurt befindet, und das V steht für Worms. Tja. Es ist zwar ein bisschen komisch, ich weiß, wir könnten auch Whisky nehmen. Warum sie jetzt unbedingt den Buchstaben V genommen hat, wissen wir nicht. Vielleicht gibt es einen Flugplatz, der schon die Kennung Echo Delta Foxtrot Whisky hat. Ist mir jedoch aber gerade nicht unbedingt bekannt. Hier oben auf der Karte sehen wir die Elevation des Flugplatzes, 295 Fuß. Was die Elevation ist, könnt ihr in einem anderen Video von VFR-PPL nachschauen. Links sehen wir einmal die FIS-Frequenz bzw. der FIS-Sektor, der über dem Flugplatz Worms zuständig ist. Das ist die 123,525 mit langen Informationen. Hier sehen wir nochmal das Rufzeichen. Worms Info heißt sie und ist auf der Frequenz 124,6. Es ist sichergestellt, dass wir in 4000 Fuß Grund in 25 Meilen Entfernung die 124,6 empfangen können. Das bedeutet nicht, dass die 25 Meilen auch zum Beispiel in 2000 Fuß garantiert sind. Da sich diese Funkwellen der Funkfrequenzen auf den Sprechfunkverkehr durchgeführt wird, quasi optisch durch den Raum bewegen, haben wir keine Sicherheit, dass wir das auch in tieferen Ebenen empfangen können. In der Mitte noch eine ganz interessante Information, nämlich dass die 124,6 VDF ausgestattet ist. Das bedeutet nichts anderes als Very High Frequency Direction Finder und das ist das Equipment, womit der Flugleiter in der Lage ist, uns das QDM zu geben. So, in der Mitte der relevante Teil der Sichtflugkarte, nämlich die Karte. Und hier haben wir auch ein paar schöne Informationen. Wir haben hier einmal die Platzrunde eingezeichnet, einmal für die Motorflugzeuge als auch für die Segelflugzeuge. Wie ich gesagt habe, theoretisch sollte der Einflug in die Platzrunde im Gegenanflug geschehen. Wenn wir jetzt voraussetzen, dass wir die Piste 2.4 haben, sollte das quasi hier geschehen und der Ausflug aus dem Querabflug. Wir haben hier jedoch andere Linien eingezeichnet, einmal hier und hier. Somit sehen wir, dass wir optimalerweise am besten diese Wege benutzen sollten.
Was wir hier noch sehen, wir sehen die Pistenbezeichnung 2424 0606, da der Flugplatz Worms zwei Pisten hat. Wir haben nämlich einmal eine ausgemalte, das ist eine befestigte, und die nicht ausgemalte daneben. Dabei handelt es sich um eine unbefestigte Pizza. Das wäre jetzt auch schön. Nee, natürlich geht es um eine Piste. So, hier oben links auf der Karte sehen wir einmal auch die Missweisung 2 Grad Ost und auch die Berichtigung im Gegensatz zu der letzten Kartenveröffentlichung. Es wurde die CTR Coleman entfernt, die Richtungspfeile wurden geändert, als auch die Missweisung hat sich geändert. Interessant auf dieser Karte noch zu sehen ist einmal hier oben links hier und südlich hier diese Daten. Einmal beispielsweise hier oben an den Daten ausgelesen. Es handelt sich um das ReadViewer auf der Frequenz 112,2. Auf dem Radial 211 folgen wir dieses 13 Meilen, würden wir zum Flugplatz Worms gelangen. So, auf der Sichtflugkarte unten haben wir noch einmal den Titel der deutschen Flugsicherung stehen, dann wann die Karte das letzte Mal aktualisiert wurde und einen kleinen Text auf Deutsch und Englisch. Hindernisfreiheit teilweise durch Bewuchs eingeschränkt, gut zu wissen. Bei Start und Landung Scheinwerfer wegen Vogelschlag einschalten. Die umliegenden Ortschaften sind lärmempfindliche Gebiete. Überflüge der Ortsbereiche sind möglichst zu vermeiden. An- und Abflüge sollten, wenn möglich, unter Berücksichtigung oben genannter Angaben direkt durchgeführt werden. Das sehen wir natürlich hier auch schön an den Pfeilen. Haben wir Piste 24, sollten wir versuchen, einen Direktanflug durchzuführen. Wenn das natürlich aus verkehrstechnischen Gründen nicht geht, müssen wir das auch anders handhaben. Was ich vielleicht gerade zu dieser Karte noch nicht erzählt habe, ist auch eine kleine Ausnahme, ist hier einmal diese grün straffierte Linie. Was ist denn das eigentlich? Hierbei handelt es sich um ein Vogelschutzgebiet, nämlich das Vogelschutzgebiet 77, was von den Monaten 01 bis 012, sprich das ganze Jahr über aktiv ist. Und hier sollten wir Überflüge in 2000 Fuß Grund möglichst vermeiden. Ach, jetzt habe ich natürlich noch ganz vergessen, die Platzrunde zu erwähnen. Die finden wir auch auf dieser Karte und befindet sich in 1300 Fuß MSL. So, jetzt haben wir uns mit der Sichtflugkarte beschäftigt. Weiter geht es mit der Flugplatzkarte. Hier möchte ich jetzt eigentlich nicht sehr viele Worte zu verlieren, da wir jetzt hier auch nichts Besonderes erkennen können. Ich denke mal, das meiste ist hier eigentlich selbst erklärt. Wir sehen die Piste einmal wieder befestigt, unbefestigt, die ganzen Rollwege, die es auf dem Flugplatz gibt. Interessant ist hier noch vielleicht diese Daten, die wir sehen, einmal das C. Hier können wir unsere Landegebühren bezahlen, vereinfacht gesagt, als auch das Aerodrome Beacon auf dem Flugplatz, was weiß-weiß leuchtet. Es gibt auch noch weiß-grün, dabei handelt es sich zum Beispiel um einen militärisch-zivilen Flugplatz. Es gibt auch nur zivil-militärische, die dann zum Beispiel grün-grün leuchten würden. Hier unten haben wir verschiedene Daten zu den Pisten angegeben und diese sind eigentlich selbsterklärend. So. Jetzt befassen wir uns endlich mal mit dem Funken, nämlich mit dem Einleitungsruf. Wir haben natürlich den Einleitungsruf in dem letzten Video schon besprochen, nämlich Worms Info, Delta Echo India Bravo Golf, Delta Echo India Bravo Golf, Worms Info. Das wäre natürlich der offizielle Einleitungsruf. Ich möchte jetzt einfach mit diesem Einleitungsruf sagen, ja, was müssen wir dem denn eigentlich erzählen, nachdem wir die Funkverbindung aufgebaut haben? Das sind die relevanten Informationen, die so einen Flugleiter interessieren können. Wir fangen an mit dem Rufzeichen, gefolgt vom Flugzeugtyp, dann der Standort, dann habe ich die Anzahl der Personen gelb markiert, denn, naja, da scheiden sich jetzt ein bisschen die Geister. Viele interessiert es nicht, in der Luft-VO steht es theoretisch drin, dass wir die Anzahl der Personen angeben müssen, aber da scheiden sich, wie gesagt, die Geister. Ich mache es, deswegen habe ich es auch hier angegeben. Dann die Intention, was haben wir denn eigentlich vor und was möchten wir denn jetzt gerade von dem Flugleiter? Jetzt mal ein kleines Beispiel. Das Rufzeichen Delta Echo India Bravo Golf, gefolgt vom Flugzeugtypen Cessna 152 oder wie wir gelernt haben, dürfen wir auch die offizielle Abkürzung benutzen, Charlie 152. Dann den Standort, wo wir uns denn gerade befinden. Wir befinden uns jetzt beispielsweise an der Tankstelle. Zwei Personen,
Was haben wir vor? VfR nach EDFC bzw. VfR nach Aschaffenburg. Und was möchten wir denn? Wir erbitten Abfluginformationen. Auf Englisch ist das Ganze auch kein Hexenwerk. Wir sagen einfach Delta Acuna Bravo Golf Cessna 152 at the gas station 2 persons VFR to Aschaffenburg request departure information. Wie ihr seht, kein Hexenwerk, ganz einfach. Hier nochmal einfach eine kleine Zusammenstellung von den Standorten und Intentionen, die ihr theoretisch benutzen könnt. Ja, brauche ich was zu sagen? Vielleicht hier mal als kleine Information. Bei einem Lokalflug handelt es sich um einen Flug, der in Worms zum Beispiel starten würde. Wir führen einfach mal so einen kleinen Rundflug über die Bergstraße und fliegen wieder zurück zum selben Startflugplatz, nämlich Worms. Es ist auch immer angebracht, wenn wir uns in der Ausbildung befinden, Schulungsflug vor die Intention davor zu sagen, da der Flugleiter somit erstens weiß, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, der ist vielleicht noch nicht so wortgewandt, und zweitens, für Schulungsflüge gibt es meistens Rabatte bei den Landegebühren. Dann geht es doch einfach mal mit einem kleinen Praxisbeispiel los. Wir möchten von Worms nach Aschaffenburg fliegen. Wir bauen erstmal die Funkfrequenz auf, die Funkverbindung auf der Funkfrequenz 124,6 auf mit Worms Info Delta Echo India Bravo Golf. Der Turm erwidert Delta Echo India Bravo Golf Worms Info. Dann kommt unser kleiner Text, den wir gelernt haben. Delta Echo India Bravo Golf, Cessna 152, Position Tankstelle, 2 Personen, VfR nach Aschaffenburg, erbitte Abfluginformation. Als Antwort vom Flugleiter haben wir zu erwarten die Abfluginformation Delta Bravo Golf, Piste 24, QNH 1013. Der Flugleiter hat an dieser Stelle auch das erste Mal unser Rufzeichen abgekürzt. Das bedeutet, wir können es auch wieder abkürzen. Delta Bravo Golf, Piste 24, QNH 1013. Es handelt sich um Punkte, die wir zurückzulesen haben, nämlich wortwörtlich. Wir dürfen nicht verstanden sagen. Und ab jetzt beginnt der relevante Teil eines unkontrollierten Flugplatzes. Wir melden nämlich immer das, was wir tun. Was haben wir denn vor? Was machen wir jetzt? Rolle von Tankstelle zum Rollhalt Piste 24. Damit ist alles gesagt. Jeder weiß, was wir tun, da wir selbst für die Bewegungslenkung zuständig sind. Jeder, der auf der Frequenz ist und dem zugehört hat, kann sich jetzt ein Bild davon machen. Okay, der Typ, der an der Tankstelle steht, der wird jetzt zum Rollhalt Piste 24 rollen. Eventuell kriegen wir vom Flugleiter keine Antwort, weil es ja den Flugleiter eigentlich nicht interessiert. Er ist nicht für die Bewegungslenkung zuständig. Diese Information, die wir hier gegeben haben, ist für alle anderen Piloten da. Dass diese Kommunikation einfach alles auf einem unkontrollierten Flugplatz ist, möchte ich euch jetzt hier zeigen. Stellt euch einfach mal vor, wir stehen hier an der Tankstelle und möchten hier zum Rollhalt Piste 24 rollen. Wie gesagt, melden wir das. Delta Bravo Golf, Piste 24, QNH 1013, das ist gefolgt auf den letzten Funkspruch der Abfluginformation. Rolle zum Rollhalt Piste 24, sobald Cessna an mir vorbeigerollt ist. Wir können uns nämlich vorstellen, wir haben hier eine Cessna 172 gesehen, sehen, aha, der rollt hier lang, okay, dann sagen wir, okay, wir haben den gesehen, wir warten auf den und werden hinter dem zum Rollhalt Piste 24 rollen. Jetzt meldet sich aber auf einmal die Cessna. Delta Echo Foxtrot Romeo Victor möchten zur Tankstelle. Wir warten auf dem Rollweg, damit sie losrollen können. Delta Bravo Golf, verstanden, rollen zum Rollhalt Piste 24. Wie ihr seht, war kein Flugleiter vonnöten und die beiden Piloten haben unter sich selbst ausgemacht, wie die Verkehrssituation zu lösen ist. Dies ist natürlich auch nur möglich, weil die Delta Echo Foxtrot Romeo Victor aufmerksam auf der Frequenz zugehört hat, dass wir an der Tankstelle stehen und wir nach denen losrollen möchten. So, jetzt stellt euch vor, wir sind am Rollhalt angekommen, haben all unsere Checks durchgeführt, dann melden wir Delta Bravo Golf am Rollhalt Piste 24 abflugbereit. Was kriegen wir bei dem Ganzen als Antwort? Eventuell nichts. Wie im vorigen Beispiel, der Flugleiter ist nicht für die Bewegungslenkung zuständig, er hat uns nichts zu sagen. Er könnte aber beispielsweise auch so nett sein und uns im Wind nennen
Oder auch einfach sagen, Delta Bravo Golf, Start nach eigenem Ermessen. Er gibt uns ja keine Freigabe für die Piste. Delta Bravo Golf, Wind, Windstill, Start nach eigenem Ermessen. Oder auch Wind, Windstill, achten Sie auf Verkehr und Platzrunde, Start nach eigenem Ermessen. Ihr seht, wir haben nirgendwo eine Freigabe bekommen. Das bedeutet, wir sind immer noch für die Bewegungslenkung selbst zuständig. Das wäre jetzt natürlich so eine in quasi Anführungszeichen Bilderbuchlösung. Delta Bravo Golf, Wind, Windstill, achten Sie auf Verkehr und Platzrunde. Cessna 172 im Endanflug, Piper Archer im rechten Gegenanflug. Start nach eigenem Ermessen. Wie ihr seht, hat der Flugleiter hier ziemlich viel gesagt. Und bei dem Ganzen scheiden sich auch mal wieder die Geister. Es gibt Flugleiter, die einfach ziemlich viel erzählen werden. Sie werden euch immer sagen, was gerade auf dem Flugplatz abgeht, worauf ihr zu achten habt. Es gibt aber auch Flugleiter, die euch einfach gar nichts sagen. Was jetzt gut und was schlecht ist, das ist relativ. Also es ist natürlich gut, wenn der Flugleiter natürlich viel erzählt, aber wir sind immer noch selbst für die Bewegungslenkung zuständig. Ich kann es nicht oft genug sagen und deswegen sollten wir eigentlich auch einfach mit Positionsangaben der anderen Flugzeuge genauso gut auskommen. Ich finde es immer gut, wenn der Flugleiter relativ viel erzählt. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch nicht darauf verlassen und müsst immer noch selbst gucken. Es gibt verschiedene Antworten, die wir jetzt nennen können. Delta Bravo Golf, Verkehr in Sicht, wartet Cessna ab. Delta Bravo Golf, Traffic in Sight, Holding Position. Oder aber auch Delta Bravo Golf rollt auf Piste 24 und startet Delta Bravo Golf, Taxiing on Runway 24 and Departing. Delta Bravo Golf, halte Ausschau, warte am Rollhalt. Delta Bravo Golf, Verkehr in Sicht, warte am Rollhalt. Und Delta Bravo Golf, halte Ausschau. Wie ihr seht, bei den ersten vier Angaben wissen wir, weiß wenigstens der Verkehr, der um uns herum ist, was wir tun, da wir unsere Intention nennen und wir nennen auch zum Beispiel, dass wir ihn an Sicht haben, die den Verkehr oder auch nicht. Bei dem Halteausschau, was ich hier als letztes genannt habe, haben wir, beziehungsweise haben nicht wir das Problem, haben aber die anderen ein Problem. Ihr müsst euch einfach mal die Lage der anderen versetzen. Man hört einfach nur Delta Bravo Golf, Halteausschau. Ja, was heißt das jetzt? Er hält Ausschau, okay, aber rollt er denn jetzt auf die Piste oder rollt er nicht auf die Piste? Die Piper oder die Cessna, die sich jetzt im Endanflug befindet, würde sich dann natürlich erstmal Gedanken machen. Okay, er hält Ausschau, aber rollt er jetzt trotzdem auf die Piste oder nicht? Das können wir ganz einfach, also dieses, ich sag jetzt mal, diese Unsicherheit können wir jetzt einfach umgehen, indem wir einfach hinzufügen, Delta Bravo Golf, halte Ausschau und warte am Rollhalt. Damit weiß die Cessna, okay, er wird nicht auf die Piste rollen, ich kann weiter in Ruhe meinen Landeanflug fortsetzen. Weiter geht es mit dem Start. Die Cessna ist an uns vorbei, Delta Bravo Golf, rolle auf Piste 24 und starte. Kurz und prägnant, alle wissen Bescheid, was los ist. Delta Bravo Golf hinter Cessna am Endanflug, rolle auf Piste 24. Das können wir genauso gut sagen, sollten wir aber vielleicht nicht unbedingt, denn jetzt stellen wir uns vor, hinter Cessna am Endanflug wird verschluckt und der Cessna-Pilot hört nur noch Delta Bravo Golf, rolle auf Piste 24. Da geht dem natürlich auch die Muffe. Nun sind wir gestartet und wichtig ist einfach, dass wir jeden Richtungswechsel und auch Höhenangaben nennen. Höhenangaben können in der Platzrunde entfallen, da diese natürlich nur eine fest definierte Höhe hat. Deswegen melden wir zum Beispiel Delta Bravo Golf, Gegenanflug Piste 24, entsprechend auf Englisch Delta Bravo Golf, Downwind Runway 24. Damit weiß jeder Bescheid, wo wir sind. Oder auch Delta Bravo Golf, 2 Meilen Endanflug Piste 24, 2 Miles Final Runway 24, entsprechend auf Englisch. Wenn es sehr markante geografische Punkte irgendwo gibt, können wir diese natürlich auch nennen. Delta Bravo Golf über dem Einkaufszentrum. Wenn das natürlich ein sehr markantes Einkaufszentrum ist, das selbst nicht ortskundige Piloten erkennen können. Wenn wir jetzt natürlich sagen, Delta Bravo Golf, wir sind überm Tante-Emma-Laden, bringt uns das natürlich herzlich wenig. Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, wir sind im Querabflug, wollen, wie wir halt besprochen haben, aus dem Querabflug die Platzrunde verlassen. Dann sagen wir einfach, was wir tun. Denn es gibt natürlich Piloten, die schon auf der 124,6 sind, aber noch nicht in der Platzrunde und sich zum Beispiel vom Westen her dem Platz nähern. Deswegen sagen wir einfach Delta Bravo Golf, Querabflug Piste 24, drehe nun Richtung Westen, steige auf 2000 Fuß. Damit wissen auch alle Piloten Bescheid, was wir tun. Und andere Piloten können entsprechend darauf reagieren.
So, jetzt haben wir uns ein bisschen vom Flugplatz entfernt und möchten gerne die Frequenz verlassen. Dies müssen wir laut der Luft-VO auch immer melden und sagen einfach Delta Bravo Golf, verlasse Frequenz. Wir können auch sagen Delta Bravo Golf, erbitte verlassen der Frequenz, das uns der Flugleiter zu bestätigen hat. Delta Bravo Golf, verlassen der Frequenz ist genehmigt. So, jetzt haben wir unseren kleinen Rundflug durchgeführt, kommen langsam in Aschaffenburg an, haben uns natürlich auch schon vorher mit der Karte von Aschaffenburg vertraut gemacht. Einmal hier wieder die Platzrunde für Motorflugzeuge in 1400 Fuß. Wie wir wissen, liegt Aschaffenburg nordöstlich von Worms. Das bedeutet, wir werden ganz grob aus dieser Richtung am Flugplatz ankommen. So, wir gehen weiterhin davon aus, dass wir die Piste 26 im Betrieb haben bei Westwind. Wie können wir denn jetzt diesen Flugplatz anfliegen? Wir sehen, dass wir in die Platzrunde von hier einzufliegen haben. Wir haben aber auch mit abfliegendem Verkehr in diese Richtung zu rechnen. Wir haben einmal die Option 1. Es handelt sich um eine Rechtsplatzrunde. Wir können natürlich einfach mal den Flugleiter anfragen. Ja, wie schaut es denn so mit einer Linksplatzrunde aus? Haben wir denn hier irgendwie Verkehr gemeldet? Klar, wir können es versuchen, wir können einfach mal fragen. Eventuell ist das auch wegen Verkehr nicht möglich oder auch wegen Lärmschutz. Lärmschutz ist in der Fliegerei ein ganz heikles Thema und wenn wir jetzt mit dem linken Gegenanflug irgendwie 27 Ortschaften überfliegen sollten, die sehr lärmempfindlich sind, sollten wir das tunlichst vermeiden. Die Option 2 ist einfach westlich der Platzrunde entlang in den Gegenanflug fliegen. Das heißt, wir würden einfach mal hier so eine Runde drehen. Problematisch bei dem Ganzen ist halt wieder dieser Kreuzungspunkt. Wenn wir natürlich wissen, dass wir keinen abfliegenden Verkehr haben, können wir das ohne Probleme machen. Oder wir haben auch den abfliegenden Verkehr in Sicht. Jedoch müssen wir uns immer von der Gefahr bewusst sein, dass wir hier einen Kreuzungspunkt mit abfliegendem Verkehr haben, beziehungsweise Flugverkehr, der aus Norden kommt, wird sich natürlich auch hier irgendwo treffen. Die dritte Option ist einfach, wir fliegen über den Platz, mindestens 1000 Fuß über der Platzrundenhöhe. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir würden den Platz in so ungefähr mindestens 2400 Fuß überfliegen, würden dann hier nach Norden fliegen, würden hier im Norden sinken auf 1400 Fuß Platzhöhe und würden von Norden in die Platzrunde einfliegen. Ihr seht, ich habe euch jetzt einfach mal beispielsweise drei Optionen gezeigt, wie wir das Ganze lösen können. Und alle drei Optionen funktionieren. Der Einleitungsruf, ziemlich ähnlich wie der Einleitungsruf auf dem Boden. Rufzeichen, Flugzeugtyp, wir nennen den Standort in der Luft. Zwei Personen, die Intention. Delta Echo in der Bravo Golf, Cessna 152, 10 Meilen südwestlich, 2400 Fuß, zwei Personen zur Landung. Als Standort können wir auch angeben, dass wir zum Beispiel 5 Minuten südlich des Flugplatzes sind. Naja, offiziell gesehen müssten wir eigentlich die Minuten angeben. Ich kenne jetzt aber ehrlich gesagt keinen Flugleiter, der nicht gerne die Meilen hört. Wichtig ist aber im BZF, deswegen werden wir das auch beim kontrollierten Flugplatz mit Minuten machen, möchten meistens die Minuten gesehen werden als Standortangabe. So. Kleines Beispiel. Aschaffenburg Info, Delta Echo India Bravo Golf. Delta Echo India Bravo Golf, Aschaffenburg Info. Delta Echo India Bravo Golf, Cessna 152, 10 Meilen südwestlich, 2500 Fuß zur Landung. Delta Echo India Bravo Golf, Piste 26, QNH 1013. Auch das muss wieder zurückgelesen werden. Delta Bravo Golf, Piste 26, QNH 1013. Beginne Sinkflug 1400 Fuß. Wie ihr seht, wir melden wieder sofort unsere Intention, was wir vorhaben, was wir tun, was wir machen. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind am Flugplatz fast angekommen, sind uns aber noch nicht sicher, wo dieser Flugplatz denn so hundertprozentig ist und deswegen Delta Bravo Golf, erbitte QDM. Als Antwort werden wir entweder direkt das QDM erhalten oder auch eine andere Antwort, Delta Bravo Golf für QDM funken. Es hat damit auf sich, dass das QDM dem Flugleiter angezeigt wird, während wir funken.
Wenn er jetzt natürlich zum Beispiel irgendwie gerade Landegebühren eingenommen hat und so weiter und so fort und nicht unbedingt genau auf das Gerät geguckt hat, als wir gefunkt haben, weil wie oft muss er denn ein QDM angeben? Und auf einmal wollen wir dieses QDM, hat er nicht auf dieses Gerät geguckt. Deswegen müssen wir einfach mal wieder funken. Das sagt er, Delta Bravo Golf für QDM Funke. Ihr könnt einfach antworten, Delta Bravo Golf Funke für QDM. Und dann kann er das Gerät ablesen und uns das QDM mitteilen. Delta Bravo Golf QDM 044. Da es sich um eine navigatorische Angabe handelt, müssen wir diese auch wortgenau und zahlengenau zurücklesen. Delta Bravo Golf QDM 044. So, weiter geht es mit der Ankunft. Wie gesagt, Intention sind das A und O. Deswegen nennen wir auch einfach die ganze Zeit, was wir jetzt gerade tun wollen. Delta Echo India Bravo Golf, fliege westlich an der Platzrunde vorbei, um von Norden in den rechten Gegenanflug 26 zu drehen bzw. zu fliegen. Delta Bravo Golf verstanden, kein Ab- und anfliegender Verkehr gemeldet. Damit wissen wir, okay, dem Flugleiter ist nichts gemeldet. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass es irgendwelche Überflüge geben könnte oder Anflüge, die sich relativ spät melden werden. Wenn ihr so eine Nachricht erhaltet, kein ab- und anfliegender Verkehr gemeldet, nehmt euch das nicht aus der Verantwortung, jetzt nicht mehr rauszugucken. Ganz wichtig. Delta Bravo Golf verstanden. Wir müssen natürlich auch quittieren, dass wir seinen Funkspruch erhalten haben. So, weiter geht es mit der Ankunft. Delta Echo India Bravo Golf, rechter Gegenanflug 24, vorausfliegender Verkehr in Sicht. Aha, auf einmal war dann doch auf einmal ein Flieger da und diesen haben wir in Sicht. Darauf werden wir unbedingt, nicht unbedingt eine Antwort bekommen, aber es ist gut zu wissen für den Vordermann. Okay, der hinter mir ist, hat mich anscheinend in Sicht. Delta Echo India Bravo Golf, Drehe Endanflug 24. Da können wir eventuell vom Flugleiter mal den Wind bekommen. Delta Bravo Golf, verstanden, Wind 200 Grad, 6 Knoten. Falls uns der Flugleiter jetzt nicht unbedingt den Wind gibt, wir aber trotzdem gerne eine Windangabe haben möchten, können wir ihn auch danach fragen. Delta Bravo Golf, erbitte Windcheck. Mit dieser Aussage werden wir den Wind bekommen. Jetzt können wir uns vorstellen, die Piste war nicht frei oder wir waren ein bisschen zu nah dran am Vordermann und wir müssen durchstarten. Denn wir dürfen auf der Piste nur landen, wenn diese auch frei ist. Wenn der Vordermann irgendwie zumindest am Ende der Piste ist und wir sagen, ja, den werde ich sowieso nicht treffen. Nein, das gibt es nicht. Die ganze Piste muss frei sein und ist diese nicht frei, starten wir auch durch. Delta Echo India Bravo Golf, starte durch. Ganz prägnant wird das Ganze gesagt, damit alle erstmal wissen, okay, was los ist. Delta Bravo Golf, verstanden. Das Ganze wird vom Flugleiter eventuell quittiert. Und wir sammeln uns erstmal, machen unser Durchstartmanöver, folgen der ganzen Prozedur und wenn wir Zeit haben, können wir auch gerne mal erzählen, woran es lag. Delta Echo India Bravo Golf, Piste war blockiert, fliege weitere rechte Platzrunde. Damit wissen alle Bescheid, was wir machen und alles ist gut. Wir hatten irgendwie keine Probleme oder sonst was und alle können sich wieder beruhigt zurücklehnen. Falls wir zum Beispiel auch irgendwas gesehen haben, es gibt ja nicht für alles eine Phraseologie, wie zum Beispiel Delta Echo India Bravo Golf, Piste war blockiert. Ich glaube, ich habe da ein Wildschwein entlanglaufen sehen. Ist das natürlich auch eine relevante Meldung für jeglichen anderen Verkehr in der Platzrunde. Und sowas sollte man nicht unbedingt für sich behalten, sondern das auch gerne weitergeben. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind eine weitere Platzrunde geflogen, entsprechend natürlich mit allen anderen Angaben, die wir geben. Und wir sind nun gelandet, verlassen die Piste und sagen Delta Echo und der Bravo Golf, Piste verlassen, Rolle zur Wiese am Turm zum Abstellen. Damit weiß jeder wieder Bescheid, was wir da überhaupt machen. Delta Bravo Golf, verstanden. Es kann natürlich auch sein, wir sind an einem unbekannten, unkontrollierten Flugplatz, haben keine Ahnung, ja, wo dürfen wir denn unsere Kiste überhaupt abstellen? Dann können wir das natürlich auch einfach den Flugleiter fragen. Delta Echo und ja Bravo Golf, Piste verlassen, wo dürfen wir uns denn gerne hinstellen zum Bezahlen? Ja, Delta Bravo Golf, rollen Sie einfach zur Piste am Turm. Ja, ich korrigiere, rollen Sie einfach zur Graswiese am Turm. Da können Sie sich hinstellen. So, deswegen. Im Grundlegenden habt ihr gesehen, das ist einfach alles so ein bisschen
Ermessenssache, was wir zu funken haben, was nicht. Das Wichtigste bei dem Ganzen ist jedoch immer kurz und prägnant funken. Es ist einfach unerlässlich, dass ihr den Einlassungsruf aus dem FF beherrscht, wie auch alle Angaben in der Platzrunde, wo wir uns denn gerade befinden. Der Pilot ist selbst für die Staffung zuständig, das bedeutet immer, es gibt keine Freigaben, egal was euch der Flugleiter erzählt, außer um unmittelbare Gefahr abzuwenden und die Informationen sind weiterzugeben, die für den weiteren Luftverkehr von unheimlicher Relevanz sind. Wir müssen jetzt nicht erzählen, dass ich letzte Woche irgendwie auf Tante Emmas 50. Geburtstag war und da ein Heidenspaß war. Das interessiert uns so gesehen auf der Frequenz nicht. Das könnt ihr gerne am Stammtisch erzählen, aber nicht auf der Funkfrequenz. So, ich möchte mich herzlich bei euch bedanken und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video von VFR PPL wieder ein.